Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen. Hallöchen und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Saison hier bei Isabel Wert Reitsport, wo wir ja soweit sind und wahrscheinlich wirklich das letzte ja, Saisonchen vor uns haben, weil es so aussieht, als ob wir langsam durch sind. Sieht zumindest so aus. Das heißt, wir simulieren mal wieder ganz, ganz schnell dies und das. Wir kennen es ja. In der Zwischenzeit bin ich ja sowieso ganz flix, was das Game an sich angeht. Da lasse ich ja nichts mehr großartig anbrennen. So. Sehr schön. Dein Pferd hat... Eieiei. Geht's ja richtig ab. Irgendwann brauchen wir schon gar nicht zu trainieren. Bei ein paar bestimmten Sachen, sowas wie Ausdauer oder so. Wenn ich da oben die Punkte da sehe, dann denke ich mir so, ja, braucht man langsam nicht mehr. Das ist so langsam. Das heißt natürlich nicht, dass wir... Aber wahrscheinlich werden wir in dieser Saison so ungefähr schon in manchen Sachen ungefähr das Maximum erreichen. Sieht zumindest so aus. Also in Ausdauer sowieso. So, in den anderen Sachen kommt es drauf an. Natürlich einmal pausieren. Simulieren. Wir simulieren, dass wir weitermachen, so wie immer. So. Und dann dürfte das Projekt auch mit der Zeit langsam durch sein. Es wundert mich sowieso, 20 Parts, das ist verdammt viel für so ein Game. Muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Überhaupt Respekt und ja, dank gewissen Leuten, mit denen ich bisher über das Spiel geredet habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich meistens die Isabel Wert hier gar nicht mal erst aussprechen lasse. Was mich im Nachhinein ehrlich gesagt nicht wundert, weil, ja, ne. Aber gut. Hier haben wir, oh, wir haben jetzt wirklich auch andere Namen mitunter. Alter, nur Franzosen, hä? Ist das ein französisches Spiel oder warum? Na egal. Guckt euch an, wie geil das aussieht. Alter, guckt euch an. Geil. Also, jetzt bin ich beeindruckt hier. Wow, guckt euch an, wie schön das aussieht vor allen Dingen. Oh, all diese Blumen. Oh, da wäre ich so gerne selber jetzt. Okay, bei uns sieht es auch geil aus draußen. Aber ich meine, wenn ich jetzt schon gerade hier so Let's Play und das sehe, dann denke ich mir so, warum nicht einfach aufhören und gleich so rausgehen? Alter. Auch wenn die Texturen nicht übelst geil aussehen. Das ist... Diese Vorstellung dazu reicht mir einfach schon. Was das angeht, echt einfach gestrickt. Glaube ich, kann man schon mal so sagen. So. Diesmal habe ich wenigstens keinen Saft bei mir. Also heißt, ich werde zuerst mal nicht stören. Wobei ich andererseits die Vorstellung gerade hatte, warum hole ich mir doch nicht einfach einen Saft? Aber im Nachhinein stellt sich heraus, besser, ich tue es nicht. Voraussichtlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen werde, ob ich jetzt nach Isabel Wert Reitsport zum Beispiel wieder zurückgehe auf Isaac eine Zeit lang und dann erst wieder was Neues mache irgendwann. Weiß ich nicht. Will ich offen lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, will ich ja auch ganz offen kommunizieren. Sonst war ja immer 18 Uhr die Zeit für Isaac. Kann ich nicht sagen, was daraus wird. Da wird wieder meine Lust und Laune entscheiden, was finde ich auch eigentlich, wie schon gesagt, größtenteils am wichtigsten ist. Letztens frage ich sowieso kaum herum, weil sowieso ich merke, dass keinerlei Kommunikation daherkommt von der Seite der Zuschauer. Aber wie schon gesagt, habe ich auch irgendwo anders gesagt, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, weil YouTube sich zum Teil zum Negativen entwickelt, gerade was Kommentare angeht. Und dann hat man vielleicht Angst, gute Kommentare zu schreiben, weil... Ja, viele sonst das in Staub und Boden zertreten, sodass man gar keine Lust hat, sowas zu schreiben. Sieht man auch bei den Größeren, sieht man auch bei den Kleineren. Deswegen bin ich da so gerne so vorsichtig. Und deswegen sage ich das auch ganz klar offen, halt für diejenigen, die sich sonst nicht die Kommentare zu trauen. Ihr dürft sie gerne schreiben. Ich werde auch immer gucken, dass sie klar und offen bleiben. Also, dass die Leute, die auch nicht, ne, ihr wisst schon, kaputt machen. Und das ist ja so eine Sache heutzutage, dass man ja heutzutage Kommentare sehr arg kaputt haten kann. Schon alleine nur Kommentare. Was auch immer die Kommentarschreiber großartig falsch tun. Dann würde ich sagen,
Da besteht Offenheit, dass man das auf jeden Fall machen kann. Ich werde auch gucken, dass immer der Rücken freigehalten wird, wenn jemand irgendwie... Gott, was war das? Warum drücke ich da doppelt auf Miss? Na gut, wir sind trotzdem, glaube ich, ganz weit vorne. Hoffe ich einfach mal zumindest. Ja, sonst, was bleibt denn sonst zu sagen? Sonst, ja, wie schon gesagt, ich verstehe, warum da es die Probleme gibt, weil... Ist halt blöd. Deswegen will ich nichts Großartiges weiter dazu sagen. Also da gibt's, ja, andere Sachen, die wichtiger sind. Zum Beispiel, dass ich euch Videos gebe. Brauche ich nicht unbedingt einen Kommentar. Weil zumindest nach über 2 Jahren ist man sowieso so weit, dass man nur noch, wenn dann die guten Kommentare rausliest, muss ich wirklich sagen. Und ja, Spammer-Kommentare sind dabei unwichtig. Ja, lustigerweise, wenn sich jetzt jemand genauer auf meinem Kanal umschaut, würde sich denken, ja, das schreibt doch eh gar keiner. Nein, die Leute schreiben mir persönlich. Das ist lustigerweise so auf meinem Kanal in der Zwischenzeit. Wenn denen ein Part gefällt, dann bekomme ich meistens so die Rückmeldung. Sehr oft persönlich. Über Skype oder was weiß ich. Weil das halt viel offener und klarer ist, weil die Leute dann sagen, ja, ich gucke das wegen dir an, ich gucke das wegen dem Game an. Meistens, diejenigen, die ich habe, hört sich meistens so an, ja, ich guck's wegen dir an. Weil ich halt natürlich komische Spiele manchmal let's play. Das hier zählt natürlich nicht als einer dieser komischen Spiele. Das ist das Spiel, welches ja, Nationen vereint. Ist halt so, naja, muss man halt mit klarkommen, dass ich halt da so ein bisschen interessant drauf bin. Aber da gibt's, wie schon gesagt, ja, Schlimmeres. Auf was wollte ich denn hinabziehen? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich führe auch gar nicht mal es aus. Ich muss mich auch letztens daran gewöhnen, weil jetzt fängt ja zum dritten Mal in meiner Let's Play-Karriere an, es wieder warm zu werden. Und wenn es warm wird, dann werde ich als Let's Player sehr, sehr... Ja. Also ich merke, ich bin allgemein eine heiße Person. Ich bin halt echt scharf. Nicht, mehr gesagt, meine Körpertemperatur steigt immens hoch an. Also gerade vor allen Dingen, was Handtemperatur angeht und Rückentemperatur steigen enorm. Ich würde gar nicht mal es messen, weil das wären wahrscheinlich über 40 Grad oder so. Also zumindest merke ich das immer an den Stellen, dass ich extreme Hitzeauswallungen habe. Lustigerweise nicht unbedingt Schweißauswallung, aber halt vor allen Dingen Hitze. Also kann man vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich auch... Ich habe so ein bisschen so die Ahnung, warum das so sein könnte, aber... Das erzähle ich erstmal nicht. So. Oh, aber wir sind immer noch vorne. Wir sind immer noch vorne. Alter. Also die 2 Misses haben es schon rausgehauen, muss man mal so sagen. Alter, 4 Minuten 24, was? Das ist auf jeden Fall ein schwerer Kurs. Im Vergleich zu den anderen. Gehen wir halt ganz langsam. Ich hoffe, wir dürfen uns auch Zeit nehmen. Das ist ja auch wiederum das Problem. Neue Klasse, da hat man keine Ahnung. Vor allen Dingen, wenn man noch nie so weit war. Ich habe sogar mal nichts gedrückt mehr. Nur ganz am Anfang, kurz minimal, aber hat ja nichts umgeändert. Eine Ausdauer sieht so aus, als würde unser Pferd ohne Probleme sehr, sehr weit gut durchkommen. Alter, war das knapp. Alter, Walter. So. Das haben wir auch geschafft. Jemine. Okay. Das haben wir auch. Wenn ich mehr von außen hätte kommen sollen, aber naja. Machen wir mal lieber auf langsam.
Das sind jetzt auch total andere Strecken, ne? Das ist jetzt auch mal so sagen. Schön, wenigstens sehen wir doch noch was anderes. Wahrscheinlich sehen wir jetzt ja auch offizielle Strecken. Das könnte jetzt auch sein. Also von damals natürlich. Das ist in der Zwischenzeit ja schon Ewigkeiten her. Das ist ein umgefallener Baum. Das ist das, was mir gleich sofort auffällt. Weißt du? Sonst Natur, alles im Gleichgewicht. Ein umgefallener Baum. Schon merkt das Miru. Schon merke ich's. Ich bin verrückt. In welche Richtung soll ich... Ach so, war doch die falsche. Ja, versuch das halt richtig. Hä? Jetzt... Hä? Dann haben wir uns halt ein paar Mal gedreht, na und? Dann gehen wir halt jetzt Vollgas. Wenigstens haben wir keine Strafe bekommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Vollgas geben. Ohne Wenn und Aber. So, da müssen wir ja eh abbremsen. Also passt schon alles. Kann man auf jeden Fall noch einholen. Das ist eine lange Strecke ist. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel liegen gelassen. Das muss man auch mal so sagen. Wir sprinten einmal bis hierhin. Gehen auf jeden Fall auf langsames Tempo. So. Ist langsam. So, geht doch. Alter, ich bleib da echt vorsichtig, gerade bei solchen Sprüngen. Gerade bei denen. Da habe ich echt meinen Respekt und Shit-Angst davor. Kann man vielleicht auch nachvollziehen. Los, 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 Diabolotika. Gib Vollgas, bitte. Los, gib Vollgas. Los, 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 los. Vorne ist das Ziel. Oh, gerade so noch hinbekommen. Alter, mit Glück. Ja, da haben wir echt mega Glück gehabt. Alter Schwede. Das hätte echt schlimm enden können. Ach du Scheiße. Sieht jetzt echt so aus wie offizielle Strecken. Na, hoffentlich sind sie nicht knallhart. Kannst ja eh gleich sehen. Ach, das sieht auch viel schöner schon aus, die Dinger. Muss man auch mal so sagen. Guck ich das an, wie das schon aussieht. Merkt man echt, wir sind in Bayern halt. Sieht schon sehr passend aus, muss man so sagen. Wir kürzen hier mal ab. So ganz unverschämt. So wie man das von uns kennt. Die einzig Schlauen, die das tun. Sonst tut sich keiner die Abkürzung so an. Das Gleichgewicht halten ist jetzt nicht so schwierig auf den Strecken. Ein bisschen langsamer, ein bisschen, ne? Auch gar nicht mal erst so viel Speed mitnehmen. Und die drei Sprünge perfekt hintereinander ausführen. Wir machen es aber auch jetzt wieder so, dass wir vielleicht pro Part wieder nur, ja, dass wir pro Part wieder nur einen Wettbewerb machen, weil einfach Wettbewerbe scheinen wohl länger zu werden. Da haben wir auf jeden Fall in der letzten Saison noch anscheinend dann 30, kommen wir vielleicht noch auf 30 Parts. Das wäre lustig. Gut, ganz vorsichtig. Ja, aber die Kurse werden auch schon so viel länger und... Also so weit war ich noch nie in dem Game. Also da bin ich wenigstens zufrieden, dass ich das auch durchziehe. Bisher... Ja, und stimmt, wenn wir auf über 15 Minuten kommen, dann kann ich auch den Part dann auch natürlich beenden. Das ist ja klar.
Da will ich auch gar nicht mehr erst unbedingt mir das aufzwingen. Okay. Oh Gott. Ja, komm. Haben wir eine Strafe. Der Rest ist uns einfach. Da wollte ich jetzt irgendwie zu viel rumprobieren. Ich weiß auch nicht. Schön. Deswegen nicht wundern, ich bin ein bisschen sehr konzentriert. Aber was mir halt zum Beispiel auffällt, ist, dass die Sprünge auch nicht wirklich so schwierig sind. Wir sind gerade vor allem nicht mit unserem Leistungsniveau. Wir sind echt diejenigen, die aufgestiegen sind und wahrscheinlich echt alles auch recht gut deklassieren. Anscheinend. Was ja noch nicht endgültig ist in dem Sinne, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Diabolotica kann richtig gut abgehen. Nur einen Fehler gemacht. Sind von der Zeit her eh sehr weit vorne. Ja. Könnte schlechter aussehen. Alter, das war trotzdem noch knapp. Alter. Aber geschafft ist geschafft, ne? Alter, gegen all diese Franzosen waren es immer schon Franzosen. So richtig komisch gerade. Der erste Podiumsplatz bei einem internationalen Turnier. Ich gratuliere. Ich wünsche dir noch viele weitere Erfolge wie diesen, denn die brauchst du. Oh, Weltmeister. Ja, dann ist das wirklich die letzte Saison. Du hast es. Ja. Danke. Isabel Wert. Viel musst du nicht dazu sagen. Und ja, ich sag doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Isabel Wert Reitsport. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.